Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier in Großrhein auf der Jahnkampfbahn. Unser besonderer Gruß ist an alle. Mit der 10 Torsten Marx und mit der 11 Spielführer Silvio Schwitzki. Auf der Bank nehmen zunächst Platz für das Sturm mit der 21 Thomas Marcon. Mit der 12 Ronny Remkus. Mit der 13 Jürgen Anders. Mit der 14 Paul Konrad Witschel. Mit der 15 Dennis Scholtisek. Mit der 16 Nico Franke. Und mit der 17 Henny Lotzmann. Ausstand, Messi! Nein! Gut, Variante in der Hand!
Haben wirklich ein starkes Spiel abgeliefert. Sie haben also technisch mit Bravour einen Vortrag hier hingelegt, aber leider hat es nur zum 2:2 gereicht. Sie sind vielleicht ein bisschen enttäuscht? Ja, sogar sehr enttäuscht, weil ich glaube, es war jetzt so ein bisschen unser eigenes Ding, dass wir das Spiel noch so ein bisschen aus der Hand geben und da 2:2 spielen, weil ich glaube auch, dass wir ein gutes Auswärtsspiel abgeliefert haben, haben zwei wunderschöne Tore geschossen, kriegen es aber nicht hin, das dritte zu schießen, und so machen wir es hinten raus ein bisschen spannend. Ja, na, wir hatten schon vor, das Spiel zu gewinnen. Das war unsere Prämisse, das haben wir uns heute so auferlegt. Aber wir sind auch auf einen guten Gegner getroffen, die sehr sortiert gespielt haben. Natürlich auch immer wieder versucht haben, mit langen Bällen uns irgendwo zu verwunden. Dann ist es zum Schluss dann leider einmal noch gelungen, weil manchmal kannst du solche Situationen auch gar nicht mehr verteidigen. Das ist dann wie beim Ping-Pong zwischen den Beinen. Dann geht der Ball hin und her und ist dann doch bei einem großen Heiner, der nur noch Danke sagen brauche, ist schon ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube, dass wir uns das ein bisschen selber zuzuschreiben haben, weil wir haben so viele Konter hinten raus, haben sie eigentlich auch in der zweiten Halbzeit relativ gut im Griff, weil ich hatte das Gefühl, sie waren auch kaputt, aber sie haben gekämpft, haben immer dran geglaubt, und wir haben es halt nicht geschafft, das dritte Tor zu schießen, weil ich glaube, weil dann wäre es entschieden gewesen. Die ganze Mannschaft hat sehr gut gekämpft. Wir wussten, dass Lößnitz eine sehr starke Mannschaft ist, gerade spielerisch. Der Trainer hat uns gut eingestellt, gerade was ihr Aufbauspiel betrifft. Und ich denke, das haben wir gut umgesetzt und ja, verdient nur am Ende das 2:2 gemacht, gerade wegen dem Thema Kampf, dass wir das gut angenommen haben und ja, verdient den Ausgleich gemacht. War ein gutes Spiel, war ein rassiges Spiel vor der ersten Halbzeit. Es ging hin und her. Wir wussten um die Stärken in der Offensive von Lößnitz. Und, muss man auch anerkennen, wir haben wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft. Zweikampfstark, aggressiv, richtig alles, was zum Fußball gehört. War ein gutes Spiel, wir lagen 2:1 zurück. In der zweiten Halbzeit ist es, denke ich mal, so 25, 30 Minuten zu wenig Torchancen gekommen auf beiden Seiten. Und dann haben wir noch mal einiges versucht, haben auch viel riskiert,
hatte natürlich zur Folge, dass uns Lößnitz in dem Moment hätte auch auskontern können. Die Möglichkeit bestand. Aber wir haben es riskiert und am Ende haben wir gewonnen, also den Punkt gewonnen, indem wir noch das 2-2 gemacht haben. Und ich denke, der Punktgewinn ist verdient aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Und ich denke auch, dass die Zuschauer das sicherlich auch anerkennen. Und wir als Mannschaft sind zufrieden, so ein Spiel geleistet zu haben und am Ende eben auch dafür belohnt worden zu sein. 0-1, Lörner-Grimma 1-1, Markleberg-Chemnitz 1-1, Eutritsch-Markranstadt 0-2 und Riesa-Hohenstein-Ernstheil 1-2. An dieser Stelle bedanken wir uns bei der Firma Grundmann Mietservice für die Unterstützung bei den Dreharbeiten, für die optimale Perspektive des Spiels. Herzlichen Dank.